Hallo, mein Name ist Danny Ostermann, ich bin Angestellter der Mietzer Vertriebs GmbH. Ich präsentiere euch hier den RST Brems- oder Kupplungshebel, wahlweise in Schwarz oder Aluminium poliert, wie hier zu sehen, erhältlich. Das Produkt hat eine EG-ABE, ist nicht eintragungspflichtig. Wir bieten auch verschiedene Verstellmöglichkeiten an. Das heißt zum Beispiel, Sie haben zu kurze Finger, Sie kommen nicht richtig an den Hebel, können diesen dadurch nicht richtig betätigen. Sie können ihn hier einfach wahlweise in der Weite einstellen und haben dadurch das Problem gelöst. Wir werden gleich den Hebel an einer Sportster 1200 montieren, Harley Davidson, und gehen weiter ins Detail. So, wir präsentieren jetzt die Montage des Kupplungshebels an der Harley Davidson 1200 Sportster. Diese wird durch Thomas Hudel durchgeführt. Um die Vorspannung auf der Kupplung etwas nachzulassen, verändern wir hier das Spiel, also das Kupplungsspiel des Zuges, indem wir diese zwei parallel zu laufenden Gewinde zueinander drehen, haben wir weniger Vorspannung auf der Kupplung und können nachher freier das Kabel hier aus der Führung entnehmen. Das Kupplungsspiel haben wir hier entnommen. Jetzt gehen wir zum oberen Teil der Demontage. Es befindet sich unterhalb der Sicherungsmutter ein Sprengring, der entnommen werden muss. Jetzt können Sie problemlos den Führungsbolzen herausnehmen, wie hier zu sehen. Wir montieren jetzt den RST-Hebel, den wir ansetzen und mit dem original verbauten und jetzt wiederverwendeten Plastikbolzen zusammenführen und dadurch den Hebel in die ursprüngliche Position bringen, wie auch der originale schon bereits montiert war. Wichtig ist, den Bautenzug wieder sachgemäß einhängen. Dann gehen Sie hin, fixieren den Führungsbolzen und schlussendlich wird der Führungsbolzen noch untenring mit einem Sprengring fixiert, dass dieser nicht mehr nach oben herausrutschen kann. Des Weiteren, wie am Anfang erklärt, haben wir die Kupplungsvorspannung herweggenommen, dass wir den Zug besser haben entnähen können. Diese müssen wir wieder bereits einstellen, wie es im serienmäßigen Zustand war. Das Bauteil, wie hier zu sehen, können Sie gerne bei uns im Onlineshop unter www.mizu.de beziehen. Sie können auch gerne anfragen bei uns. Wir technisches Know-how oder allweilige Fragen stehen mir gerne zur Verfügung. Vielen Dank.